So, meine Lieben, Hallöchen. Ich grüße dich zu meinem neuen Video. Zu meinem neuen Video und ja, Labern und Haare färben. Ich habe schon richtig großen, mega großen Ansatz und graue Haare. Ich mag das nicht. Ich mag das gar nicht. Ja, jetzt kämme ich erstmal meine Haare gut nach. Da. Habe auch ein T-Shirt angezogen, was ich eventuell kaputt machen kann. Ich habe mir jetzt so eine Haarfarbe geholt und die ist ohne Ammoniak. Natürlich trotzdem schädigend. Alles ist mir vollkommen klar. Aber Haarfarbe muss man trotzdem. Ich hatte nicht gefunden, das was ich letztes Mal gefärbt habe, aber dennoch finde ich, dass ich damit auch bestimmt ganz gut komme. Ich will ja auch meine Haare heller haben, bloß aber nicht auffällen. Wisst ihr, was ich blöd finde? Das sind diese Handschuhe, die überhaupt nirgendwo hinpassen. Also vielleicht für so ein Topmodel, aber nicht für meine Finger. Ich habe es trotzdem reingequetscht. Juhu! Ich habe es reingequetscht. Ja, ich hoffe, euch geht es gut. Ihr seid soweit gesund, fit. Weiß jetzt halt nicht, wann das Video rauskommt. Jetzt habe ich hier ein Loch. Das kann ich nicht machen. Dann mache ich ein zweites auf. Ist auch kein Problem, ne? Ja. Sonst geht das so okay. Also, ich hoffe, wenn das Video für dich raus ist, dass unsere Kinder gesund sind und alles okay ist. Aber jetzt ist die Anna krank geworden. Ich weiß auch nicht, vielleicht wird alles gut. Ne? Sie klagt ein bisschen über Ohrenschmerzen. Hat auch hohes Fieber. Haben wir das Fieber gesenkt. Fühlt sie sich auch gerade super gut. Mal gucken. Aber das war ja klar. Ne? Der Segen war krank. Und dass die Anna da auch krank wird. Ne? Die haben ja auch, der Segen hatte Krupp, Husten, Halsschmerzen. Tatsächlich ohne Fieber. Aber wirklich komisch, ohne Fieber. Nur starke Halsschmerzen. Ja, so, legen wir los. Also ich bin so eine, vor allem weil ich ja alleine färbe, gut. Manche sind so, wenn die alleine färben, trotzdem teilen die Haare auf und so weiter und so fort. Ich bin so eine, ich mache mir das easy beasy einfach. Da darf natürlich der Profi, derjenige, der im Salon arbeitet und so weiter, der wird vielleicht mich auslachen und sagen, boah, was macht die denn mit ihren Haaren? Ja, ich weiß, was ich mit meinen Haaren mache. Ist halt so, ne? Ich färbe schon so lange meine Haare selbst. Ich pflege sie selbst, ich schneide sie selbst, ich färbe sie selbst, ich mache sie auch selbst kaputt. Das geschieht auch, ne? Aber was soll man machen? Geht anders nicht. Ein Friseursalon, das geht überhaupt gar nicht, weil das mit meinen Haaren so viel, so das, was ich haben möchte, ne, kann ich ja lange drauf sparen, sagen wir mal so. Ne? Friseur ist echt teuer, also es tut mir leid. Ich meine, klar, die leisten mega Arbeit. Es gibt aber so und so Friseure. Ich hatte schon auch schlechte Erfahrungen, ziemlich schlechte Erfahrungen. Da muss man auch einen guten Friseur haben, so ist es mal. Das ist die Wahrheit. Die menschliche Wahrheit. Vielleicht mag mich jemand nicht für die Wahrheit, aber das ist so, ihr Lieben. Und ich experimentiere viel. Das ist fast wie Friseur. Fast wie Friseur. Friseure experimentieren auch sehr gerne. Ja, also ich weiß ja auch nicht,
Ob das gleich was wird mit meinen Haaren, ne? Ich weiß es hier nicht. Wir werden gleich schauen. Also, was ich gern hätte, dass eher diese dunkleren Spitzen noch was heller geworden wären. Na, das wäre echt mega cool. Aber na, vor allem die Friseure wahrscheinlich, ne, die machen ja erst den Ansatz und dann die Spitzen und so weiter und so fort. Klar, wenn meine Haarfarbe erreicht ist, mein Ziel erreicht ist, wie ich das haben möchte, dann färbe ich nur den Ansatz. Gewünscht sind eigentlich Strähnchen. Und zu Strähnchen tatsächlich, vielleicht gehe ich auch zum Friseur. Ja, werde ich mal schauen. Wir haben hier einen guten Friseur gefunden bei uns im Ort. Und da will die Leonie zum Beispiel ihre Haare machen. Weil das, was sie vorhat, ja, sie hat ja auch schwarz, sie hat sie braun, ne, sich gefärbt. Und da kannst du nicht einfach hier auch blondieren oder so, das machen die Haare kaputt. Da will ich das nicht machen. Also mit meinem Kopf ist okay. Habe ich dann Glatze oder so, aber ich will mein Kind das nicht antun. Mein Kind geht schön zum Friseur. Hatte sie aber auch gesagt, Mama, nein, ich gehe zum Friseur. Genau. Ja, und wenn, man, wenn sie auch ihre Haarfarbe erreicht hat, dann kann sie ja auch dann kann sie alleine auch die Haare nachfärben, tönen, was auch immer. Ne? Das ist dann einfacher um einiges. Ja. Ich habe nämlich schon mehrmals Anfragen gehabt oder Kommentare in den Videos, wenn ich mal meine Haare gefärbt habe, aber nicht gezeigt habe, wie ich meine Haare färbe. Also, ne? Dachte ich mir, mache ich so ein Haarfärbevideo. Also, wie gesagt, ich bin nicht Profi. Ich will euch auch hier nicht zeigen, wie ihr das macht. Ne? Ich unterhalte mich einfach nur mit euch und sage einfach, ja, ich mache das so. Ne? Also, ich mache das tatsächlich so. Ich mache. Das ist Xenia, ihre. Ne? Hinten mache ich das noch Gefühl, ich mache da immer so zwischen, also bis jetzt war es immer alles gut, ne? Ich habe auch, ich lasse immer meine Tochter kontrollieren, mal sagen, Leonie, kannst du mal drauf schauen, wie schaut es hinten aus, habe ich da alles mitgenommen und so weiter und so fort und dann sagt sie, ja Mama, habe ich, hast du, ja. So, ups. Ja, wichtig ist, cool wäre es, wenn es auf jeden Fall was heller geworden wäre. Ne, hier ist auch, glaube ich, eine Aufheller oder Hellungs Dingsformel drin. Weil das stand mit Aufhell, also mit leicht aufhellendem Effekt. Hier war jetzt kein Pulver mit drin, gar nichts. Einfach nur, wie halt normal ist so ein Färbepäckchen, ne? Spülung, Farbe und das wichtigste Teil. So. Ja, ich wickel das immer mit so Müllbeutel. Das ist meine Technik. Wie gesagt, jeder macht da unterschiedlich und ich klatsche mir da einfach zwei Päckchen, damit es sich besser verteilt. Wenn das gut war, dann hole ich mir das nächstes Mal nochmal so lange. Ja, dann, damit ich langsam und langsam eine ja, gleichmäßige Form. Gleichmäßige Haarfarbe gibt. So. Jetzt kommen zwei Hände ins Spiel. Das tue ich mal alles schön so
einmassieren, einmassieren, frisieren, 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 frisieren. Hier ist es noch ein bisschen. Ja. Bei Blond, das Coole ist bei Blond, da ist es nicht schlimm, wenn man auf die Haut drauf kommt. Wirklich nicht. Ich tue das zwar gleich mit dem Tuch abwischen. So, jetzt lasse ich das 40 Minuten einwirken. Da kann man 35 Minuten. Ich lasse es 40 Minuten einwirken, da mein Haar wirklich allgemein so ein schweres Haar ist. Und ja. Oh Mensch, Xenia. Warte. Jetzt habe ich hier noch ein bisschen Sicherheit, Sicherheit. Also ich glaube, mein Ansatz wird schon was. Keine Ahnung, oder ich bilde mir das nur ein. Wie gesagt, jetzt kommt eine Mülltüte auf den Kopf. Oh, ja, die Handschuhe sind wirklich nicht gut. Sind was für kleine Hände. Ich bin ja eine große Frau. Das geht dann nicht. So, die Seite auswaschen, schön die Haarfarbe. Also ich werde echt enttäuscht sein, wenn es nichts geworden ist, aber nee, ich habe hier so eine Tüte, ich nehme die hier auch. Wasche ich, ups. Aber ich will sie ja nicht blondieren. Wenn ich die blondiere, dann geht mir alles kaputt. Und deswegen, auch die Augenbrauen. Und deswegen, ja. Ich weiß gar nicht, woher ich die. Ich hatte, glaube ich, das von irgendeiner Maske. Hatte ich das. Ja. So. Bei uns bei Aldi ist nämlich so eine zuckersüße junge Mädchen, junge Dame, junge Mädchen ist das für mich, das ist so eine hübsche Blondine. Sie hat einen Pony, ungefähr so, also ne, manchmal hat sie über die Augen, manchmal hat sie das so eingeteilt. Richtig, richtig blond, ich würde mal sagen, so blond sogar. Richtig tolles Blond, nicht gelb, nicht so, so natürliches, schönes Blond. Pony und ein paar Strähnen irgendwie vorne. Und der Rest ist ein bisschen dunkler. Das ist nicht Strähnen, gar nicht anscheinend so ihre Haare. Oder sie hat das so gefärbt. Auf jeden Fall mega schön. Ich bin immer so glücklich, wenn ich sie sehe und sie an der Kasse sitzt. Sie ist so herzlich, so süß. So einfach so ein zuckersüßes Mäuschen. Prinzessin. Ja. So ihr Lieben, ich lasse das einwirken. Und übrigens, ich bin wie immer spät mit dem Uhr. Also, es ist ja hell, ist mir egal. Wir gehen ja eh noch nicht schlafen. Jetzt ist 20 vor 9. Ja, wir sehen uns gleich wieder, sage ich mal. Weil wir haben jetzt schon fast 14, wir haben 14 Minuten. Und ich will eigentlich, wollte ich bei 18 Minuten bleiben. Vielleicht schaffe ich das bei 20 Minuten, dass das Video nicht so lang ist, ihr Lieben. So, ich habe meine Haarfarbe in Wirklichkeit noch gar nicht gesehen. Ich habe Angst. Aber Leonie hat gesagt, ist gut geworden. Naja, mal sehen. Also gut geworden, da war noch die Farbe drauf. Jetzt habe ich die ausgewaschen. Da ist gar nichts passiert. Ja, Ansatz schon. Oh, Ansatz ist schön. Tatsächlich, ja, doch, es ist heller. Es ist um einiges ein bisschen heller. Ihr seht das vielleicht gar nicht so in der Kamera. Gut, meine Spitzen sind etwas heller geworden und ja. Also ich möchte so sein wie hier meine Kopfhaut. So ist es wunderschön. Ich musste halt mehrmals
einfach. Na, es ist halt so. Aber ich werde nicht blutieren. Ich bin glücklich so, wie es jetzt gerade ist. Happy. Happy. Es ist, wie gesagt, ihr seht das auch, glaube ich, gar nicht. Ja, hier im Licht ist das halt so ein blödes Licht. Wie gesagt, ich wünsche mir so die Haarfarbe, wie das bei mir hier ist. Das Rote muss halt noch ein Ticken heller werden, aber es ist tatsächlich heller. Es ist heller. So, jetzt mache ich Flehe drauf, die ich mir gekauft habe. Ich habe mir von Pantene Pro-V. Das ist, ich mache jetzt daraus eine Leave-In-Spülung. Na, die kann man ja ausspülen, die kann man im Haar. Oh mein Gott, das riecht so gut. Warum riecht das so gut? Ja, und das arbeite ich jetzt ein in die Haare und ja, lasse sie föhnen oder ich lasse sie Luft trocknen. Ich weiß gar nicht. Ich weiß es nicht. Werde ich mich gleich spontan entscheiden, wie ich das mache. Aber auf jeden Fall, ich bin mit der Haarfarbe zufrieden. Es hat nicht gebraunt, hat nicht gezweckt. Ne? Und durch so eine leichte Formel von Aufhellung habe ich schon so ein tolles Ergebnis. Boah, was will ich mehr? Beim nächsten Mal wird das besser. Ne? Beim nächsten Mal färbe ich das dann im Juli. Na, vom Urlaub. Ich versuche da bis dahin halt meine Haare wieder zu pflegen, wieder schön zu machen. Und dann vom Urlaub färben. Eigentlich muss ich auch gar nicht vor Urlaub färben, weil ich habe auch keinen großen Haarausfall. Ich habe nur ein paar Härchen. Ja, ich muss mir gleich wieder Rosmarinwasser machen, weil das ist natürlich der Hammer. Also Rosmarinwasser ist wirklich empfehlenswert. Also ich liebe es. Also die Päckchen schmeiße ich weg. Die mag ich nicht. Ich mag nur die von. Habe ich hier noch eine liegen oder nicht? Ja, ich mag nur die hier von Nutris. Das ist, wenn ich auch doppelte Packungen kaufe, das bleibt über. Die sind tatsächlich gut. Und die von Palette, die sind nicht so gut, da mag ich das nicht machen. So, doppelt und dreifach hält besser nach der Färbung. Wende ich noch das an. 7-1. Boah, das ist wirklich um einiges heller. Oh mein Gott, schön. Also für den Urlaub muss man eigentlich auch nicht färben. Da hat man eh die Haare eher mehr zusammen. Die tue ich ja auch eigentlich immer mit Öl zum Schutz. Deshalb. Nee, ich lasse den Deckel ab. Ich mag das nicht. Ich schmeiße den Deckel immer weg. Wo tue ich das denn hin? Schon durchkämmen. Und ich glaube, ich lasse die Luft trocknen, weil das ist doch besser. Jetzt direkt nach dem Färben wollen wir nicht noch mehr Schaden anrichten. Ne? Also ich hoffe, das Video hat dir gefallen. So ein Färbevideo. Wie gesagt, nichts Besonderes. Ich bin kein Profi. Ich bin wirklich kein Profi. Ich möchte hier niemandem was vorschreiben. Leonies Haare. Niemandem was vorschreiben. Niemandem was Dings. Ich habe einfach euch mitgenommen. Mit euch ein bisschen geplaudert. Und ja, ein bisschen ausgetauscht. Ihr könnt mir ja gerne in den Kommentaren schreiben. Wie ihr das macht, wenn ihr zu Hause dasselbe färbt.
Also bei der lieben Katja zum Beispiel vom Kanal 85, da habe ich schon einige Male zugeschaut, wie sie sich die Haare färben. Total schön natürlich und ne, jede Strähne nach der anderen. Also bei mir ist es auch super gut geworden. Gott sei Dank, wie gesagt, aber ich mache das nicht nach der richtigen Methode. Ich tue die Haare nicht aufteilen, leider. Ich habe da die Geduld an. Ich könnte das machen, ich habe auch Pinselchen, ich habe auch Kappe dafür, ich habe alles. Ich habe nur die Geduld nicht dafür, deswegen. Aber ich halte mich jetzt nicht auf. Ihr seht mich ja in den nächsten Videos dann mit trockenen Haaren. Wir gucken, wie es ausschaut. Halt euch nicht, ich halte euch nicht, aber länger auf. Wünsche euch alles, alles Liebe, Gesundheit, positive Energie, gute Menschen um euch herum. Däumchen nach oben, kommentiert, wenn ihr Lust habt und lasst mir gerne ein Abo da. Herzchen an dich und bis morgen, bis zum neuen Video. Deine Xenia.